Gestern schon, liebe Schwestern und Brüder, und das kann im Advent ja und an Weihnachten nicht ausbleiben, hatten wir diesen marianischen Akzent angeregt durch die Auslegung des heiligen Bernhard aus dem Hohenlied. Und heute, wenn wir diesen großen Lobgesang Marias hören, dann verstehen wir vielleicht noch einmal mehr, nicht nur, weil wir ihn immer in der Vesper singen, sondern weil es uns als Evangelium verkündet wird, das kommt ja ab und zu im Jahr vor, was es mit Maria auf sich hat, was das Besondere an ihr ist. Unsere normale Übersetzung, die wir ja auch singen, meine Seele preist die Größe des Herrn, ist wirklich ein wenig schwach auf der Brust. Man kann das schöner machen. Meine Seele, oder man kann sogar sagen, mein Leben, macht Gott groß. So heißt es wörtlich. Mein Leben, meine Seele macht Gott groß. Das ist das große Programm der Maria. Dass in ihrem Leben alles auf Gott hingerichtet ist und alles von Gott kommt. Eine wunderbar kleine Auslegung des Magnificat hat Papst Benedikt am Ende seiner Enzyklika Deus Caritas Est gegeben. Da geht er darauf ein, wenn er sagt, sie sagt bei diesem Besuch bei Elisabeth, meine Seele macht den Herrn groß und drückt damit das ganze Programm ihres Lebens aus, nicht sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Raum zu schaffen für Gott. Raum zu schaffen für Gott, dem sie sowohl im Gebet als auch im Dienst am Nächsten begegnet. Nur dann wird die Welt gut. Maria ist groß eben deshalb, weil sie nicht sich, sondern Gott groß machen will. Sie ist demütig, sie will nichts anderes sein als die Dienerin des Herrn. Sie weiß, dass sie nur dadurch zum Heil der Welt beiträgt, dass sie nicht ihr eigenes Werk vollbringen will, sondern sich dem Wirken Gottes ganz zur Verfügung stellt. Sie ist eine Hoffnung. Nur weil sie den Verheißungen Gottes glaubt und auf das Heil Israels wartet, kann der Engel zu ihr kommen und sie für den entscheidenden Dienst an diesen Verheißungen berufen. Sie ist eine Glaubende. Selig bist du, weil du geglaubt hast, sagt Elisabeth zu ihr. Das Magnificat, so Benedikt weiter, gleichsam ein Porträt ihrer Seele, ist ganz gewoben aus Fäden der Heiligen Schrift, aus den Fäden von Gottes Wort. So wird sichtbar, dass sie im Wort Gottes wirklich zu Hause ist, darin aus- und eingeht. Sie redet und denkt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird zu ihrem Wort und ihr Wort kommt vom Wort Gottes her. So ist auch sichtbar, dass ihre Gedanken mitdenken mit Gottes Gedanken sind, dass ihr Wollen mitwollen mit dem Willen Gottes ist. Weil sie zuinnerst von Gottes Wort durchdrungen war, konnte sie Mutter des fleischgewordenen Wortes werden. Und endlich, Maria ist eine Liebende. Wie könnte es anders sein, als Glaubende und im Glauben mit Gottes Gedanken denken, mit Gottes Willen wollend, kann sie nur eine Liebende sein. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns anschicken, Weihnachten zu feiern, so geht es genau darum, dass auch wir Gottes Wort zur Welt bringen. Und Maria zeigt uns, wie es geht. Ganz im Wort Gottes zu Hause sein. In ihm ein- und ausgehen, glaubend werden, hoffend sein und liebend werden.